So, dann packen wir mal das aus. Hier denke ich, dass das schon die Platine sein könnte, das Ultimate Board. Das wurde natürlich auch custom angefertigt und dann irgendwo hergestellt. Ganz aufwendig. Ich weiß ja, wie das Board aussieht, aber ich habe es natürlich noch nie in den Händen gehalten. So, dann packen wir das mal aus. Endlich mal. Endlich kann ich das Board sehen. Das ist natürlich auch wow. Das ist das Ultimate Board. Das können wir uns auch gleich anschauen. Machen wir hier auch mal die Verpackung auf. So, da haben wir das Ganze auch vorsichtig anfassen. Wow, es ist echt größer, als ich gedacht hätte. Aber wenn man mal bedenkt, wie groß der DeLorean ist, den ich da mache und die viele andere zusammenbauen, der ist ja ganz schön groß, dieses Modellauto. Und hier haben wir endlich das Ultimate Board von Adrian Dinka. Hier haben wir den Mini MP3 Player dran. Hier ist der Arduino Mega, wo der Code drauf ist, um alles anzusteuern und zu bedienen und in Funktion zu setzen. Das sieht natürlich mega aus. Wow. Das werde ich dann bald fertig zusammenbauen. Ich muss an meinem DeLorean noch einiges machen, noch ein paar Kabel löten, verlegen und bisschen Kleinkram noch und dann kann ich anfangen, die neuen Teile hier zu verbauen und in Funktion zu setzen. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich hoffe, dass euch dieses kleine Unboxing-Video gefallen hat. Lasst ruhig mal ein Like da und für einen Daumen nach oben würde ich mich auch freuen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch meine anderen DeLorean-Videos sehen von den ganzen Baufortschritten, die ich bis jetzt als Video bei YouTube hier gepostet habe. Ansonsten, wenn es euch interessierte, könnt ihr auch Atiran Dinka mal anschreiben in der Facebook-Gruppe 3D Dynamic Model Designs. Vielleicht haben die noch solche Sachen übrig. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.